Sie haben Post. Ja, Post direkt aus China mal wieder, zollamtlich behandelt und hier steht schon drin, wir haben Loks, also Lego-Steine drin, Wert 11 Dollar. Da hat der Händler wieder ein bisschen geflunkert, denn das Ganze hier hat um die 20 Euro gekostet und ist das Ecto 1 Mobil aus dem 2016er Ghostbusters-Film von Lepin. Also nicht der Film, aber hier das Set kommt von Lepin. Die Setnummer 16032. Auch das mal wieder ein originalgetreuer Nachbau von Lego, dem Lego-Set 75828 Ecto 1 und Ecto 2. Kostet bei Lego übrigens um die 75 Euro das hier. Und ja, wie gesagt, für 20 Euro bekommt ihr das, was ihr hier sehen könnt. Ich bin sehr gespannt, wie sich der Zusammenbau gestalten wird. Anleitung sieht soweit gut aus. 63 Seiten mit einigen Figürchen und ich sortiere hier mal flott durch. Und da sehen wir 16 Tüten insgesamt und ich habe schon gedacht, das wäre hier wunderbar verpackt, denn hier sehen wir die ganzen Minifiguren drin. Ja, dachte ich mir, denn hier, schaut mal, eine zweite Tüte mit Minifiguren, Händen zwischen anderen Steinen. Da hat wohl wieder mehr der Praktikant verbaut und auch hier kann ich noch eine Hose sehen, also die Figürchen sind mal wieder verteilt auf drei Tüten, wie es aussieht. Aber wir haben interessanterweise eine Bauschrittnummerierung hier dran, obwohl es ja wirklich nicht allzu viele Teile sind. Und Entertainment an und die Sortierung kann direkt losgehen, beziehungsweise der Zusammenbau natürlich. Und im ersten Schritt haben wir sofort mal Minifiguren gebaut. Und schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, wie der nette blonde Typ hier heißt. Das ist der Darsteller von Thor auf jeden Fall, der den Sekretär spielt. Und rechts daneben haben wir einen Dämon und ja, der sieht interessant aus, würde ich mal sagen. Also schon durchaus dämonisch, die transparenten Flügel sind auch bedruckt. Alles ganz gut. Sogar hier diese ganzen Figuren finde ich sehr schön gemacht mit Wechselgesicht. Man sieht es leider hinten durch die Frisur ein bisschen durch. Auch die Rückseiten sind bedruckt und hinten hat er seinen dämonischen Gesichtsausdruck. Denn so viel weiß ich noch, er wird später besessen im Film. Hier haben wir die beiden Haupt-Ghostbusters Erin und Abby, glaube ich. Auch schöne Minifiguren. Mir gefallen die Drucke hier echt gut. Die sind sauber gelungen, Vorderseite und Rückseite. Und hinten haben wir die Protonenpacks. Davon habe ich im ersten Abschnitt 4 Stück zusammengebaut. Auch die sind hinten bedruckt. Leider ein bisschen schräg, wie es aussieht. Aber naja, kann man drüber hinweg sehen. Auf jeden Fall gefallen mir diese Minifiguren hier wirklich gut. Sogar die Beine haben einen Druck bekommen. Und sie haben eine ganze Menge an Ausrüstung mit dabei. Hier nochmal ein Blick auf die anderen beiden Protonenpacks, die gebaut wurden. Ebenfalls hier mit so einem, ja, wie nennt man das, mit so einem Gummischlauch, mit so einem Gummischlauch, dass man das Teil dann auch abnehmen kann an der Seite und richtig irgendwo auf die bösen Geister zielen kann. Das sind echt schöne Protonenpacks, lassen sich leicht einfach aufstecken auf die Figuren und ja, ich denke, damit können sie auf Geisterjagd gehen. Dann haben wir noch das kleine Motorrad hier gebaut. Da haben wir den ersten Sticker vorne drauf, den Ghostbusters Sticker. Das hier ist das Ecto 2 Motorrad. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, so ein paar Aufbauten noch hinten, damit es nach irgendwas aussieht. Ansonsten, naja, ein kleines Lego-Motorrad eben, beziehungsweise Klemmbaustein-Motorrad. Das kann dann zur Seite und wir fangen an, das eigentliche Ecto 1 Mobil, um das es ja hier gehen soll, mal zusammenzubauen. Und nach dem ersten Abschnitt sieht es dann so aus, wir haben hier die Grundplatte, man kann erkennen, an den Seiten wird auch noch ein bisschen was angeflanscht auf diese Noppensteine, die da verbaut wurden. Unten drunter ja ein paar Platten, standardmäßig, jetzt echt nichts dramatisch Interessantes, was die roten Steinchen da sollen. Keine Ahnung, da muss ich mich noch überraschen lassen, aber naja, so weit, so gut. Und dann bauen wir direkt mal weiter hier die Front vom Ecto 1. Schaut euch mal die Front an, die sieht doch wirklich klasse aus. Übrigens Aufkleber Ecto 1 Nummernschild. Ansonsten ja, haben wir hier den Stoßfänger, den Grill, der sehr schön ist. Die vorderen Lichter, also ich muss sagen, die Front, die finde ich echt klasse. Die haben sie sehr gut hinbekommen hier bei Lego. Ansonsten ja, haben wir jetzt die beiden Grundplatten zusammengesteckt. Man kann sehen, wie lang unser Ecto 1 Mobil wird. Ansonsten noch wenig Spektakuläres hier zu sehen. Aber ich muss echt nochmal zurückgehen. Schaut euch die Front an. Ein Sahnestückchen der Klemmbausteinkunst, natürlich bei diesem Maßstab, gefällt mir richtig gut. Thank you.
Darf ich vorstellen, Gillian Holtzman, die geilste Figur aus dem neuen Film meiner Meinung nach. Sie ist die Ingenieurin, hat hier die Protonen-Packs entwickelt und gebaut und hat auch eine schöne Minifigur bekommen. Außer die Frisur, die finde ich ein bisschen merkwürdig geraten. Dann haben wir hier unser Ecto 1, auch schon weiter ausgebaut. Die Front habe ich euch ja schon gezeigt. Sieht immer noch toll aus. Oben haben wir so einen kleinen Kühler-Grill-Aufsatz noch bekommen. Dieser graue Stopfen. Ansonsten Scheibenwischer sind mit verbaut worden. Und wenn ich es jetzt mal drehe, könnt ihr auch sehen, dass wir hier das Armaturenbrett haben. Das ist so ein weißer Slope, wo natürlich ein Sticker drauf geklatscht wurde. Sieht aber in Ordnung aus. Ganz ehrlich, kann man ruhig so lassen. Und hier an der Seite, das mit diesem roten Streifen, das ist ein Druck. Denn alle Steine, die hier an die Seite gebaut werden, sind Gott sei Dank mal bedruckt worden und mussten nicht auch noch mit Aufklebern versehen werden. Leider Aufkleber hier bei den Rücklichtern, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können, meiner Meinung nach, um die ja mit Steinen zu gestalten. Wird einfach besser aussehen und natürlich auch hier das Kennzeichen, wieder ein Sticker. Und ja, auch an der Seite nochmal, ihr merkt Stickerflut hier bei so einem kleinen Set. Auch da haben wir eins aufgebracht, damit wir ja dieses eine Element da sehen können. Ich weiß nicht, sieht nicht so richtig toll aus, aber wir machen einfach mal weiter. So langsam nimmt es Formen an. Ihr seht, die Seitenverkleidungen sind schon komplett dran. Und wir haben hier auch die Frontscheibe dran. Und die ist ja wirklich ein Sahnestück aus China. Denn die hat so gut wie keine Kratzer. Habe ich ja fast noch nie erlebt. Leider hat sie Sticker an der Seite, die ich, ordentlich versaut habe. Sieht bescheiden aus. Ansonsten die Seitenteile, wie gesagt, alle gedruckt. Alle gut. Mit dem Ghostbusters-Logo hier auf der Türe, die sich auch wunderbar öffnen lässt. Inklusive Seitenspiegel, der hier angedeutet wurde. Ja, also sehr simpler Mechanismus. Kann man so machen. Funktioniert natürlich hier auf beiden Seiten. Man sieht, die Drucke sind leicht unterschiedlich in der Höhe, aber naja, so pingelig will ich da gar nicht sein. Hier haben wir noch diese Heckklappe mit so einem kleinen Fensterchen drin und die kann man dann in der Schräge nochmal hier so einstellen mit dem Gelenk, damit die sich dann auch richtig der Karosserieform anpassen lässt. Ja, schöne Lösung und ich finde, so langsam macht das Ecto 1 Mobil hier schon was her. Ich freue mich schon auf den weiteren Bau und bin sehr gespannt, wenn wir hier diese ganzen Aufbauten drauf haben, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Denn ihr wisst ja, Ecto 1, der hat oben eine Menge noch drauf. Das sind alle Teilchen, die übergeblieben sind. Ja, so ein paar Kleinteilchen und sogar hier die Hände, wo ich dachte, die wären in der falschen Tüte drin, waren nur Ersatzhände. Aber wenn wir Teile über haben, dann sind wir auch mit dem Zusammenbau fertig. Und hier könnt ihr es sehen, Ecto 1 und Ecto 2 mit allen Figuren. Ein sehr schönes Set. Also das eigentliche Auto finde ich richtig klasse. Haben sie schön gebaut hier bei Lego und natürlich mal wieder schön nachgebaut. Ja, hier der Dachaufbau, da haben wir vorne einmal unser Signallicht, dann hier diese Fliese, gelb-schwarz mit Aufkleber und allerlei Kleinkram, der hier einfach draufgebracht wurde, damit wir einen richtig technischen Look bekommen mit, Sirene und einem Reaktor, würde ich mal sagen, ist das hier an der Seite mit einem Caution-Aufkleber, also Danger, gefährlich, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus, das ganze Geklüngel, auch wenn ich nicht weiß, was es sein soll. Hier haben wir noch meinen atomaren Aufkleber und die ganzen Blinkelichtchen hinten dran. Und ganz, ganz hinten auch nochmal einen kleinen Sticker auf der hinteren Tür, dass man ein bisschen Platz lassen soll. Die schwingt nach außen auf. Auch die Reifen sind sehr schön geraten, denn wir haben hier solche Weißwandreifen angedeutet. Recht breite Walzen für hier so ein kleines Autochen. Jeder Reifen dreht sich also separat, ist einzeln aufgehängt, rollt auch gut. Von daher können die Damen hier gerne in den Einsatz fahren. Also ich finde, das Set hier gefällt mir ehrlich gesagt besser wie der Film. Den Film fand ich so lala, aber das Set hier ist wirklich eine schöne Nummer. Für 75 Euro finde ich es ehrlich gesagt zu teuer, aber 20 Euro kann man hier wunderbar investieren. Hat ein schönes Klemmbaustein-Set, das man hinstellen kann mit vielen kleinen Minifiguren. Also Leute, wenn es euch auch gefällt, ich packe euch den Link zum Kaufen hier unten in die Videobeschreibung. Bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Bau hier bei MeAppleCat. Macht's gut!